Hey Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in dieser Videoreihe erfährst du, wie du deinen Anycopher BCI 3 Mega von dieser Lautstärke. Auf diese Lautstärke reduziert bekommst. Im ersten Teil werden wir die vorinstallierten Treiber gegen viel leisere TMC2208 Treiber tauschen, einen neuen Lüfterkanal und einen leiseren Lüfter einbauen, um die Treiber besser zu kühlen und den 3D-Drucker leiser zu bekommen. Im zweiten Teil werden wir die gesamte Netzteilabdeckung und den Netzteillüfter tauschen. Im dritten und letzten Teil werden wir noch den Lüfter des Hodens tauschen. Lass uns loslegen! Dies ist der dritte und letzte Teil der Videoreihe, wir werden also den Lüfter des Hodens wechseln. Für dieses Video benötigst du einen Lüfter mit den Maßen 4x040x10mm. Ich habe mich für den Noctua NFA 4x10FLX12V entschieden, da dieser meiner Meinung nach einer der leisesten Lüfter ist. Allerdings sind sie auch sehr teuer. Aus dem Karton brauchst du nun den Lüfter und den Adapter, um Plus und Minus des Lüfters an ein anderes Kabel anzulöten. Es ist auch besser, wenn du einige Schrumpfschläuche hast. Zuerst löst du die zwei unteren Schrauben auf der Rückseite des Hodens. Danach drehst du deinen 3D-Drucker um und löst die beiden oberen Schrauben. Anschließend ziehst du den Stecker des normalen 40x40x10 Lüfters heraus und löst die vier Schrauben, mit denen der Lüfter am Hotend-Gehäuse befestigt ist. Die Schrauben und die Unterlegscheiben wirst du später wieder brauchen, hebe sie also gut auf. Schneidest du das Kabel in der Mitte durch. Nun musst du das Kabel des Steckers mit dem Kabel des Adapters vom neuen Lüfter verbinden. Ich würde dir empfehlen, die Verbindung zu löten und mit zwei Schrumpfschläuchen zu sichern, damit es keinen Kurzschluss gibt. Wieder in das Hotend-Gehäuse ein und befestigst diesen, indem du die alten Schrauben wieder in die Löcher steckst, dann die Schraube durch das Loch im Lüfter steckst und anschließend das Ganze mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter befestigst. Hotend-Gehäuse wieder am 3D-Drucker befestigen. Dazu schraubst du zuerst die oberen beiden Schrauben ein bisschen hinein.
Danach schraubst du auf der Rückseite die Schrauben wieder hinein und ziehst alle Schrauben fest. Im ersten Teil werden wir die vorinstallierten Treiber gegen TNC-2208 Treiber getauscht, einen neuen Lüfter und einen Lüfter. Im dritten und letzten Teil werden wir noch den Lüfter des Hodens tauschen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vergiss nicht, das Video zu liken und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte kommentier unten, wenn du Fragen oder Ideen hast.